Nichts im Fernsehen heute Abend. Ans Telefon geht auch keiner. Langweilig. Was würde ich jetzt für eine spannende Geschichte geben? Das ist gestern wirklich so passiert. Und wirklich? Mein Friseur, der kennt immer die skurrilsten Geschichten. Das stimmt. Nein. Meine Mädels, die sind immer für die lustigsten Geschichten gut. Ja, da ist mein Arbeitskollege nämlich direkt noch zum Chef rein und hat gekündigt. Oh. Mein Mann, der hat immer die schockierendsten Geschichten auf Lager. Und jetzt? Noch mehr Geschichten aus dem Leben. Besser als Friseur, Mädels und Ehemann zusammen.